Veredelte Autos sind wie Rennpferde. Sie haben viel gekostet, machen optisch einiges her, und sie sind verdammt schnell. Wie zum Beispiel das hier. Der Audi Abt AS5 Powersport. Die wohl schärfste Versuchung, seit es das neue A5 Coupé gibt. 310 PS in 5,5 Sekunden auf 100, bis zu 264 Sachen schnell und Allrad. Da ist sie wieder. Die Faszination Urquattro. Vor 28 Jahren erblickte der erste Urquattro das Licht der Welt. Mit knapp 11.500 gebauten Einheiten war er das erste in großen Stückzahlen gebaute Straßenfahrzeug mit permanentem Allradantrieb. Somit war er maßgeblich mitverantwortlich für die Erfolgsgeschichte des Quattro-Antriebs von Audi. In seiner schärfsten Version, dem auf 220 Stück limitierten Homologationsmodell, leistete ein Fünfzylinder dank 2 Bar Ladedruck satte 306 PS. Sein Name? Sportquattro. Heutzutage zählt der Sportquattro zu einem der exklusivsten Gebrauchtwagen der Welt. Die Preise für eines der raren Modelle liegen bei 140.000 Euro. Der damalige Neupreis lag bei gut 200.000 Mark. Und jetzt ist er wieder da, der Sportquattro. Und zwar als Abt AS5 Powersport. Doch das hier ist ein Diesel! Wir haben 0 auf 100, einfach einen Druck da. Das Auto geht nach vorne. Zum Motor ist zu sagen, es ist klar festzustellen, dass kein Chiptuning stattgefunden hat. Es ist wirklich das Know-how der Brüder aus dem Motorsport, der Brüder Abt, ist da eingeflossen. Es ist die Leistungssteigerung erzielt worden über einen Turbolader, der neu entwickelt wurde und verbaut wurde. Und somit haben wir 610 Newtonmeter anliegen. Das ist richtig Druck. Fahrwerkseitig passt auch alles, was die Äbte da auf die Räder gestellt haben. Durch die vielen Maßnahmen, die getroffen wurden, sind diese 20 Zöller drauf. Sehen nicht nur super geil aus, sondern bringen unheimlich viele Vorteile. Wir haben ein Gewindefahrwerk verbaut und wir haben im Gesamtabstimmungsverhalten vom Fahrwerk haben wir wirklich ein Paket erwischt, wo sportlich fahrbar ist, sodass der Diesel in dem Fall wirklich den Namen Sport verdient. Ein wirklich beeindruckendes Leistungskunstwerk, dieser AS5 von Abt. Mit rund 70.000 Euro allerdings auch kein preiswertes. Aber was bedeutet schon preiswert? Denn bereits 1985 wurde dieses Einzelstück geschaffen. Der Ur-Sportquattro von Abt sozusagen. Und der war damals die absolute Quintessenz der Urquattro-Schöpfung. Die Besonderheit, er besitzt die Optik des Original Sport Quattro, hat aber den langen Radstand der normalen Urquattro-Modelle.
Die GTI- und Porsche-Fraktion der bunten 80er wurde schon beim Anblick dieses beflügelten Falzkantenmonsters blass. Und das zu Recht, denn dieser Muskelmischling besitzt einen verfeinerten 2,5 Liter Reihen-5-Zylinder-Turbomotor mit satten 300 PS. Preis damals wie heute unverkäuflich. Die Rolling Stones rocken heute noch. Schafft das auch der Urquattro? Der Motor passt zu 100% ins Fahrzeug. Die Basis ist ein 2,5 Liter, 5-Zylinder, Reihenmotor mit Turbolader. Dass das hier was ganz Besonderes ist, das war mir klar nach den ersten Meter fahren. Aber was genau jetzt da verändert wurde an dem Motor, der im Hause Abt bearbeitet wurde, das traue ich mich nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, es macht einen riesen Spaß, das Ding zu bewegen. Sound, muss ich ganz banal sagen, gefällt mir einfach besser, als ein Dieselsound mir je gefallen kann. Wir haben einen Benziner, wir haben Laut, wir haben Power, wir haben Drehzahl und wir haben Krach. Das gefällt mir an einem Motor. Es ist einfach ein Auto, wo damals der Hammer war, wo für mich heute aber auch noch der Hammer ist. Das Auto ist ja nicht hässlich, sondern das Auto ist immer noch der Inbegriff der Sportlichkeit. Er hat die Rallye-Szene, die Welt-Rallye-Szene revolutioniert. In richtigen Händen der Allradantrieb damals. Walter Röhrl, Christian Geisdörfer, war eigentlich klar, wo es hinführen kann in der Rallye. Nur noch zum Allradantrieb. Und er, der Urquattro, war der erste seiner Gattung mit Allradantrieb. Hat alles in Grund und Boden gefahren, was es damals gab. Satte 23 Jahre hat dieser Quattro bereits auf dem Buckel. Doch wenn es sein muss, faltet er immer noch gern die Tierdecke zusammen. Erst recht, wenn dieser weiße Klecks neben ihm auftaucht. Das ist der neue Subaru Impreza WRX STI, die zurzeit stärkste Rallye-Version für die Straße. Mit seinem 300 PS starken 2,5 Liter Turboboxer ist er leistungsmäßig genau auf Augenhöhe mit dem Abt Urquattro. Ob Audi mit zwei oder Subaru mit drei Rallye-Fahrertiteln, sie sind die prestigeträchtigsten Evolutionen ihrer Gattung. Zweimal Allrad, zweimal 300 PS. Was sie trennt, 23 Jahre. Ein Duell wie Formen gegen Klitschko. Reicht der Punch des Rallye-Seniors aus, um heute noch mit dem Subaru zu boxen? Fast ein Vierteljahrhundert hat er auf dem Zähler. Der Urquattro. Aber die Pumpe hat immer noch richtig Druck auf der Leitung. Leider ist er unverkäuflich. Und der AS5, er zeigt eindrucksvoll, wie weit die Dieseltechnologie heute ist. 310 PS, 600 Newtonmeter und eine Drehfreude, die dem Benziner immer näher kommt. Klar, 70.000 Euro ist eine Menge Holz, aber im Vergleich zum unschätzbaren Wert des Urquattros ist das hier wenigstens ein bezahlbarer Traum. Wie ein echtes Rennpferd eben. Es läuft mit seiner Lunge, hält durch mit seinem Herzen und gewinnt mit seinem Charakter.